Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zum dritten PUBG Mobile Let's Play. Ja, Freunde, das Video ist wie auch die letzten Male in Zusammenarbeit mit Tencent Games. Kuss geht raus an dieser Stelle auf jeden Fall. Und wir zocken natürlich wieder auf dem Handy weiter. Ihr könnt euch das Spiel übrigens auch, wie immer, kostenlos in der Videobeschreibung runterladen. Und ja, das Update 1.6 könnt ihr noch bis zum 15.11. spielen. Das bedeutet, ihr könnt den Modus Pflanzenfeinde auf den drei Maps, wie ihr sehen könnt. Ey, guck mal, ich zeige mal das Handy noch rein. Ich krieg's nicht hin. Ich muss das Handy einfach mal stillhalten. Und zwar die drei Maps Livik, Air Angel und Sandhawk. Dort könnt ihr den Modus Pflanzenfeinde zocken. Und es ist natürlich noch wie immer spielbar die 7 alten Modis, die dazugekommen sind. Metro Royale könnt ihr zum Beispiel hier an der Stelle sehen. Wir haben noch den Modus Titanen, das letzte Gefecht. Godzilla gegen King Kong. Also da geht es auf jeden Fall richtig ab. Und es gibt natürlich noch den Zombie-Modus und. Also so viele verschiedene Modis, die ihr jeden Tag abwechselnd zocken könnt. Also für Leute, die das Spiel schon länger zocken. Und das zocken ja über 1 Milliarde Leute da auf der Welt. Digga, das ist krank. 1 Milliarde Leute spielen das Spiel über die letzten Jahre. Ist einfach der Wahnsinn, Freunde. Außerdem gibt es auch schon, wie beim letzten Mal gesagt, eine Kooperation mit dem DJ Alan Walker, von dem ihr seinen Song früher im Spiel hören könnt, als er überhaupt rauskommt. Und im Film Dune, da gibt es auch noch eine Kooperation. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir gehen wieder rein. Ich will wieder Kills machen. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Wisst, 100 Leute auf einer Map. Battle Royale, Winner, Chicken Dinner. Am Ende heißt es, einer überlebt oder das Team überlebt. Wir starten rein und würde ich sagen, okay, let's go. Was schlägst du mich? Lass mich mal in Ruhe. Was soll das denn? Da wirft er mit Bananen auf mich. Okay, Leute, wir sind angekommen in der Map und wir können sehen, wir haben direkt in unserer Route die drei grünen Felder, wo wir natürlich landen wollen. Wir wollen die Zellmatrix und somit dann auch Punkte sammeln, damit wir springen. Damit wir uns in-game dann nach dem Minigame, dem das wir in der Zellmatrix haben, auch unsere neue Waffe holen können. Und das Grüne bedeutet, das ist der Bereich, wo sich euer Leben automatisch auflädt. Gehe ich raus? Kriege ich kein Leben dazu. Gehe ich rein, kriege ich wieder Leben dazu, falls ich angeschossen werde oder sonst irgendwas. So, die Tür ist geöffnet. Wir können rein. Die Zellmatrix kommt. Die Bodenzelle wurde deaktiviert. Aktiviert. So. 4, 3, 2, 1. So, und jetzt kommen wir in das kleine Minigame, Freunde, wo wir, wie gesagt, Nahkern sammeln können, die wir dann in der Hauptrunde wieder verwenden können. Also es läuft alles gerade parallel zur Hauptrunde und somit ja, sind wir natürlich noch in der richtigen Battle Royale Runde am Start. Nur machen hier dieses kleine Minigame, um die Nahkern zu sammeln. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Ausschnitte hiervon, wie das Ganze ausschaut. Man hat hier auf jeden Fall insgesamt 3 Leben. Ich muss jetzt mal klarkommen, warte mal. Jawohl, Junge, ganz easy. Ja, ja, easy ist was anderes. Weil ich glaube, hier sind jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Bots drin. Ich habe das jetzt auch schon öfter mal gezockt. Und da merkt man, es kommen immer mehr. Oha, da kommt die ganze Familie auf mich. Lass mich in Ruhe. Egal. Was soll ich denn da machen? Okay. Aber diesmal, okay, ist geiler. Also man kämpft jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegen so viele Bots. Am Anfang schon mehr. Wenn man das Spiel noch nicht so oft gezockt hat, damit man reinkommt, finde ich auch persönlich geil. So, wir haben noch ein Leben. Wenn wir dieses Leben verlieren, geht es wieder zurück in die richtige Map. Und deshalb sollten wir jetzt versuchen, Punkte einzusammeln. Beruhigt euch doch mal. Lasst mich doch mal hier ein paar Nahkern einsammeln. Da. Komm, komm, komm. Ja, renn weg. Ich schon mit dich. Oder, Moment, nein. Ey, wie gut sind die bitte hier? Richtige Pros am Start. Ja, wir sind jetzt dreimal tot. Und jetzt geht's für uns wieder zurück. Scheiße. Wie viele Punkte haben wir gesammelt? Immerhin 2000. Wir gucken mal, wo wir jetzt landen. Am besten zu einem unserer Mates. Moment, Fallschirm öffnen. So, ganz entspannt. So, wir gucken erstmal. Wir sind jetzt hier. Und gleich können wir uns dann, wie gesagt, neue Waffen kaufen. Aber das finde ich geil, Digga. Ich mag so Herausforderungen im Spiel. Und die haben mich gerade echt hops genommen. Ich weiß noch, letztes Mal, da habe ich irgendwie 20 Kills da gemacht. Auf einmal kommen die jetzt zu dritt, zu viert. Guck mal, wer da fährt. Wer ist das denn? Bleib mal hier, hallo. Warte mal, wir haben ja noch unsere 2000 Nahkern, die uns was kaufen können. Was holen wir uns denn? Ich hole mir einfach mal jetzt eine M416. Komm, holen wir uns die. Zack. Komm her, bestell. Muss aufpassen, Alter. Am Ende werde ich hier gleich noch gesniped. Ich sehe schon, komm, bei meinem Glück. So, open the door. Perfekt, so, zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Da hinten. Komm schon jetzt. Warte. Nein. Digga, der versteckt sich hinterm Baum. Einer hat den geholt. Warte, den hole ich mir jetzt. Jawohl, Junge. Guck mal, so muss das sein. Die haben gegeneinander gekämpft. Ich komme und staub die Reste ab. Guck mal hier, zack, zack. Aber irgendwie komme ich nicht so gut drauf klar, wenn ich ziele. Ich kann irgendwie ohne Zielen besser schießen. Aha, oha, da will mich überfahren, hallo. Junge. Oh, ich muss. Digga, was geht denn hier? Was geht denn hier ab?
Ey, ich will auf jeden Fall eine Runde nochmal zocken, aber diesmal gehen wir nicht in die Zellmatrix. Aber so macht das richtig Bock, wenn jetzt auch mal wirklich mehrere Leute kommen, die auch wirklich das Game zocken und nicht Bots sind. So, wir sind gelandet. Jetzt erstmal schön looten. Meine Teammates sind natürlich so korrekt, die sind nicht mehr mitgekommen. Schade. Mal schön looten. Hadouken. Wichtig auch schön hier Helme, alles mitnehmen. Oh, zack. Aber so macht das richtig Bock, Alter. Wenn man weiß, da sind auch wirklich Leute am Start, die selber gerade hier mit ihren Kollegen zocken und sowas. Am Anfang ist nice, wie gesagt, gegen Bots, um reinzukommen. Aber dann sollte es auch, finde ich, geändert werden. Und das machen die auch hier ganz gut. So, wir haben unsere erste Waffe, Pistole. Bringt uns nicht viel. Ja, müsst erstmal Luki. Ah, da hinten haben wir jemanden. Ich schwör's dir, da ist doch jemand. Okay, warte. Und da soll jemand sagen, der Rille Peter ist nicht präzise. Junge, der wurde von Weitem so ausgeschaltet. Präzisionsschießen nennt man das. Ne? Wo sind deine Teamkollegen, hä? Guck mal, was der Schönes dabei hat, der Liebe. Hat die Scar dabei gehabt. Zack. Alles mitnehmen und der erste Kill ist da. Komm, wir brauchen keine Teammates. Wir kriegen das auch alleine hin. Bruder! Junge! Ich mich gerade erschrocken. Ey, meine Güte, wir sind in der roten Zone hier. Ja, ganz ruhig. Hier ist jemand. Hier schießt jemand auf mich. Da. Wo ist der hin? Ja. Guck mal hier, hä? Zack, aus der Drehung. Musst du erstmal lokalisieren, wo du bist. Also rote Zone immer ganz gefährlich, Leute. Aber Leute, no risk, no fun. Jetzt ist die rote Zone da hinten. Wir gehen weiter. Zweiter Kill am Start. Oha, was geht denn hier ab? Uiuiuiui. So. Oh nein, da kommt wirklich, da sind andere Gegner. Schieß! Jawoll, Junge. Ah. Puh! Junge. Boah, war das knapp, Alter. Auf einmal kam da noch ein anderer, der Hukui, Hui Mui. Naja, Zone geht in die Richtung. Perfekt, die Zone läuft mit mir. Wo ist Greg? Ah, da hinten haben wir einen, Freunde. Der rennt weg. Nein. Boah, scheiße, das ist so schwierig mit dem Visier. Der haut ab. Schau mir den jetzt. Der haut ab, das ist safe kein Bot. Wenn das ein Bot ist, fress ich im Besen. Wo ist der? Da ist er. Bam, Junge. Ganz easy platt gemacht. Ich glaube, es lebt nur noch einer. Die Frage ist, wo steckt der zur Hölle? Oh, guckt euch mal an, wie klein die Zone wird. Da hinten ist er. Ich sehe ihn, Freunde. Ey, wenn ich in die Zone, bitte komm. Oh mein Gott, der ist da ganz hinten. Ich hoffe, die haben ihn nicht gesehen. Den muss ich mir holen. Komm. Jungs, ihr habt nichts gesehen. Ich habe ihn gesehen. Der ist da hinten. Ich hol mir den jetzt. Ich hab's gewusst, dass ich den kriege. Warte. Da ist er. Boom! Winner, Chicken Dinner! Ernesto Valverde mit dem letzten Kill. 5 Kills diese Runde gemacht. Rille Peter. Ey, die Runde war richtig geil, Alter. Zum Glück haben wir nochmal eine zweite Runde gemacht. Geile Runde, ey. Und ja, Freunde, das war's an der Stelle auf jeden Fall vom nächsten PUBG Mobile Let's Play. Denkt dran, ihr könnt euch das Spiel kostenlos in der Videobeschreibung runterladen. Checkt das neue Update auf jeden Fall raus, was ihr noch bis zum 15.11. zocken könnt mit Pflanzenfeinden. Und ihr habt noch 7 beliebte Modis, die zurückkehren, die ihr damals alle zocken konntet. Und ja, damit würde ich sagen, Ernesto Valverde verabschiedet sich mit dem Winner Chicken Dinner. Lasst einen Daumen nach oben auf das Video da. Haut rein und ciao.